Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, den habe ich tatsächlich. Und zwar an diesem Technikauto von Winnow. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video noch mache, deswegen gleich vorneweg, wenn euch das gefällt, ihr kriegt es derzeit für 30 her bei Bluebricks. Die haben Aktion, dem und seinem blauen Bruder quasi. Dazu kommen wir noch. Winnow, die Teilequalität ist okay. Ja, also die Farbabweichungen hier sind so minim, dass man sie praktisch gar nicht wahrnimmt und das bei Rot, das schafft sonst kaum ein Hersteller außer Gobrix. Also von daher super. Allerdings, die Teile wirken sehr häufig gerade bei Achsen, Kreuzachsen und Stoppern und so weiter, als würde so der letzte Feinschliff manchmal fehlen. Ja? So dass man ein bisschen so fast so klickt, bevor so ein halber Stopper über die Achse richtig passt. Danach geht super. Ja, aber das ist halt so, es ist noch nicht so erstklassig. Die sollten wirklich mal dran arbeiten, den Feinschliff zum Schluss hinzukriegen. Dann wären sie auf dem absoluten Top-Level. Aber auch so, es funktioniert alles, es läuft alles, es geht alles. Man kann es zusammenbauen und nichts verweigert sein Zeug. Ja? Gut, also, dann fangen wir mal an mit der Front. Die finde ich richtig gut. Wann immer ihr irgendwas sieht, das aussieht wie gedruckt, nein, es sind alles Aufkleber. Und die Aufkleber sind nicht die beste Qualität für Winnow. Nichtsdestotrotz, hier die Front gefällt mir. Mir gefällt diese schöne Einfassung, wie sie hier gemacht haben. Mit unten, wie es schön rumgeht, die Stoßstange, wie die Lichtlampen oben eingefasst werden. Also die Front gefällt mir sehr gut. Ich finde auch, die Aufkleber hier sind vom Typus her halt, ja, es passt einfach mit dem anderen. Es wäre jetzt doof gewesen, hier so in meinen Augen die Flächen hier schwarz zu lassen, wenn du nebendran die Gitter hast. Ne? Also daher, ja. Gut, dann das ist die Motorhaube oben. Die ist auch ordentlich gelungen. Hier sieht man noch ein bisschen aus der Nähe. Ja. Ich finde, das macht was her optisch. Gehen wir mal auf die Seite. Also die Grundform finde ich sehr solide. Es wirkt sehr sportlich, wie so ein typischer Wagen, Sportwagen halt. Das könnte alles Mögliche sein in meinen Augen, aber ich bin da nicht der Experte. Irgendwie erinnert er mich ein bisschen an einen Audi oder an diesen, wie heißen die? Cura? Na, eher weniger. Naja, egal. Ich finde, der ist super. Der gefällt mir. Gehen wir also mal von vorne durch. Wir haben hier diese klassischen Radkästen. Ja, finde ich gut. Dann kommen wir zur Tür. Hier unten, das ist auch ein Aufkleber. Der hier, ist klar. Ne? Ja, wir haben einen Seitenspiegel. Oben schön abgerundet das Dach, wie das fortgeführt wird nach hinten. Hinten schön schwarz eingebaut, das ich finde, das passt optisch ganz gut. Leider hier ein bisschen blaue Pinne, wo rausschauen, es sind nicht viele, aber die paar sieht man schon. Der Schwung hinten runter, also zum Heck da hinten, das finde ich sehr gelungen. Das gefällt mir sehr gut. Und den Spoiler. Die Türen lassen sich natürlich öffnen. Sind natürlich nichts Besonderes. Hier sehen wir schon mal ein bisschen den Innenraum. Klassische einfache Sitze, aber optisch ganz gut gelungen. Die Tür hat ein natürliches Ende hier, das finde ich gut. Dann kommen wir zum Heck. Hier hinten habe ich es weggelassen, die Aufkleber. Hier könnte man auch nochmal so Aufkleber wie vorne machen, aber hier fand ich es nicht nötig. Außer das Winnow-Logo da unten drauf. Schön zwei Auspufftöpfe da unten, wirken richtig schön mächtig. Der Spoiler kommt gut. Ja, das gefällt mir. Soweit. Dann natürlich die andere Seite ist parallel, mal abgesehen davon, dass wir hier natürlich das Lenkrad haben und in der Mitte quasi ein Gangknüppel. Und das Lenkrad ist nicht mit der Lenkung verbunden, aber der Gangknüppel. Das ist, finde ich, noch eine witzige Art und Weise. Das liegt daran, dass sie den nach hinten geführt haben und man kann noch eine Hand-of-God-Steuerung reintun. Das führe ich gleich vor.
Aber ansonsten halt klassisches Innenleben, nicht so viel los. Man kann hier hinten den da reinführen, ganz leicht. Und dann hat man eine Hand-of-God-Steuerung. Finde ich gut. Geht auch ganz leicht raus, geht ganz leicht rein, funktioniert tadellos. So, und deswegen ist das mit der Gangschaltung verbunden. Jetzt zum Innenleben. Ich sagte Motorraum, das stimmt natürlich nicht. Der Motor ist hinten, tut mir leid. Hier ist einfach gar nichts los. Man sieht einfach nur den Technikunterbau. Das ist da nicht viel los. Man könnte vielleicht noch hier so ein bisschen, was sich ein bisschen technisch mäßig bewegt. Wow. Aber nichtsdestotrotz, die Hood gefällt mir eigentlich. Ach ja, von unten sieht das Ganze so aus. Es ist sehr geschlossen. Es ist auch nicht zur Motorisierung vorbereitet. Finde ich klasse. Brauche ich nämlich eh nicht. Aber lieber einen schönen Unterboden. Dann hinten haben wir noch den Motor. Hier kann man das hier quasi aufmachen, wenn man möchte. Und wir haben diesen klassischen Motor. Man sieht es wegen der Beleuchtung ein bisschen schlecht, aber doch jetzt. Ihr seht noch die Aufkleber daneben dran, neben den Motoren, um ein bisschen anzuzeigen, dass ein bisschen mehr da wäre, als eigentlich ist. Finde ich ganz okay, deswegen habe ich es auch drauf gemacht. Die sehen darauf ganz okay aus. Das gefällt mir. So, ja, da haben wir jedenfalls einen 10-Zylinder-Motor drin. Ja, und das war es eigentlich auch schon an die Funktionen und an Zeug. Es ist ein sehr einfaches Set, wie so viele. Was dieses Set allerdings speziell macht, ist, und jetzt werde ich mal ausnahmsweise die Verpackung bemühen, sind die vielen, vielen Extrateile. Winner druckt ja seine Teileliste immer da drauf. Jetzt, wo sieht man das am besten? Weil die haben nämlich sehr, sehr viele Extrateile. Ja. Wenn er mal beim Schwarzen drauf guckt, jetzt muss ich mal irgendwo einen Stift haben. Da zum Beispiel, den da hier ist viel länger. Dann gibt es diese klassische L-Form, gibt es auch nur in 3x3 statt 3x4. Etc. Dann, Mann, da sind so viele Extrateile, so viele Teile drauf, sieht man gar nicht. Ja, den hat man auch in Grün hier, zum Beispiel in Rot. Wenn ihr darauf achtet, so ein 3x3 Loch. Ja? Das kennt man normalerweise anders. Und so gibt es einen Haufen, wirklich einen Haufen Extrateile, wo richtig cool sind. Also für Mocker ist das durch die, die mal gerne ein bisschen outside the box denken wollen. Hier gibt es extrem viele schöne Extrateile. Ich hoffe, was sie leider nicht gemacht haben werden, aber ich hoffe, dass Winner die in Deutschland ihre Extrateile alle designschützt, damit Lego da nicht drankommt. Weil die sind extrem nützlich. Eben gerade so ein Winkel statt einem typischen L. Ihr kennt das. 1, 2, 3 Löcher nach unten und 5 rüber. Ja? Das ist das klassische L. Und die haben eben 1, 2, 3 und 1 und da unten nochmal 2. Also ein schönes Winkel. Und so Sachen. Die sind wirklich nützlich. Sind wirklich toll. Und das macht den Bau ein bisschen, hebt ihn ab von anderen. Ansonsten ist der Bauspaß, da kommen wir jetzt gleich dazu, recht angenehm. Aber als erstes müssen wir natürlich über die Nachteile sprechen. Die Nachteile sind, ist das da hier. Ja, also an der Tür, das seht ihr, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die hängen bloß auf einer Nuppe und das kriegt ihr nie perfekt gerade hin. Und es sieht einfach Mist aus. Da hätte man die 1x4 machen sollen. Wenn man schon so viele Spezialteile macht, dann hätte man auch die 1x4 machen können, statt 1x2 viermal draufbauen. Ja. Deswegen, ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Ansonsten habe ich wirklich nicht viel zu bemängeln. Es bietet nicht viel Technik, aber die Technik, die funktioniert, das ist gut. Und es ist ein kleines 1x14 aus, so ein quasi so ein kleiner Snack für jemanden wie mich, was das Technikbauen angeht. Aber es war ein angenehmer Snack, muss man sagen. Zum Bauspaß. Hier ist der Aufkleberbogen. Ich habe ein paar Sachen eben nicht draufgeklebt, aber einiges habe ich draufgeklebt, was mir einfach
Ich fand, es wirkt dann einfach besser. Wir haben viele Extrateile, also viele Extrateile, wir haben einige Teile über. Vor allem finde ich cool, dass wir die hier jede Menge übrig haben. Das sind die mit der Kugel oben drauf. Pin und Kugel oben drauf. Von denen haben wir ein paar. Die sind sehr nützlich und man hat sie nicht immer oft genug. Etwas ganz Hässliches will ich euch mal kurz zeigen. Also da hat jemand bei denen den Farbtopf ein paar Tropfen reinfallen lassen. Seht ihr das? Es hat so diesen Rotsprenkelung bei dem Hellgrauen. Das betrifft nur ein paar Pinne von dieser Art. Also da sind wohl ein paar Tropfen Rot reingekommen. Ja. Man sieht die eh nicht, also was soll's. Aber ich wollte euch mal hinweisen. Die Bauanleitung, Teiletrenner, ja, ihr kennt das ja. Die Bauanleitung ist wunderschön groß. Es geht gut ab. Also jetzt nicht allzu viel. Auf einmal alles in Vollfarbe, lässt sich im Großen und Ganzen gut bauen, gut sichtbar, nicht zu klein, finde ich toll. Also damit kann, da ist jetzt nochmal zum Beispiel ein bisschen mehr, aber das kennt man ja, wenn man halt so ein Teil zusammenbaut und danach da unten reinbauen muss. Ne? Ja, aber ist jetzt auch nicht wild. Zum Schluss wird dann einem noch erklärt, was man so machen kann, Türen und so weiter auf. Ja. Die Rückseite zeigt uns die vielen, vielen Sets. Den da hier bekommt ihr auch für 35 bei Bluebricks. Der Punkt ist, warum ich den nicht genommen habe, sondern den roten, ist, dass die Aufkleber von Winner allgemein schlecht sind. Ja, wirklich schlecht. Ihr müsst von Anfang an das richtig draufdrücken, richtig schön anpressen und dann ja nie wieder anfassen. Sie sind wirklich schlecht. Und vor allem, wenn sie dann weiß haben, das ist kein kräftiger Druck, das ist nur einmal so drüber. Und dann wirkt das neben dem anderen Weiß total übel. Und dann, wenn ihr die Streifen haben müsst, und dann habt ihr zum Teil die echten weißen Teile drin und direkt daneben die Aufkleber wirken so blass, so auffällig blass, dass es schlecht aussieht. Nichtsdestotrotz, falls einem der in Blau gefällt, mit ein paar Abwandlungen, mehr Muscle Car mäßig als der hier, es gibt den auch für 35 bei Bluebricks, solange wie der Vorrat noch leicht. Ansonsten sehr viele Pullback-Motoren und einige sehr teure ferngelenkte Sachen, aber abwechslungsreich. Ich werde mal gucken, worauf ich noch Bock habe. Aber Winner prinzipiell macht Spaß. Eben der Bauspaß ist jetzt nicht für den absoluten Anfänger geeignet, aber jeder, der schon mal 3, 4 Technikmodelle zusammengebaut hat, selbst sei es nur Lego, der kommt eigentlich damit gut klar. Genau. Dann macht er auch Spaß. Eben vor allem mit den Spezialteilen lassen sich halt spezielle Lösungen machen, andere Lösungen, die man so nicht kennt. Und das kommt dem Bauspaß zugute. Jo, also kommen wir zum Fazit. Also dieses Wägelchen, jeder, der dem das gefällt, der darf das gerne bauen. Es ist momentan sehr kostengünstig. Bei Bluebricks zu haben, wie gesagt, ich mache natürlich den Link unten rein. Und von mir eine klare Empfehlung. Wie gesagt, wer mal wieder zu schnell gesprungen hat, die Teile könnten ein besseres Finish vertragen an der einen oder anderen Stelle. Also es ist deswegen nicht so smooth wie jetzt bei Kada oder Gobricks, aber es lässt sich alles bauen und es funktioniert alles. Und das ist nicht mein erstes Winner, das so ist. Und alle Winner-Sachen funktionieren. Das ist löblich. Gut, also, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.